Einen wunderschönen guten Tag oder ja, genau, guten Tag vom Berater wieder mal. Ich hatte ja gesagt, dass ich jetzt mehr Zeit habe und deswegen kommt jetzt auch gleich wieder ein kleines Video. Wer sich in den kleinen Tierstufen befindet, also noch am Anfang seiner WOTB-Karriere, sollte ja erstmal unter Tier 5 trainieren. Oder maximal bis T5 gehen, weil ab T6 bzw. dann spätestens ab T7 wird es schwierig, wenn man die Grundprinzipien des Spiels wie Anwinkeln, Hin- und Herwackeln, Deckung suchen etc., die Front zum Gegner drehen und so weiter und so fort, wenn man das alles noch nicht beherrscht, noch nicht drin hat, ist man ja ab T6 spätestens ab T7 eher eine Belastung fürs Team, weil ihr geht zu schnell drauf und wenn ihr zu schnell drauf geht, könnt ihr keinen Schaden austeilen. Nun hat man ja aber das Problem, die ganzen schönen Premium-Panzer, die sich so, die man so sieht in Videos und so, die sind ja alle ab T6 aufwärts. Wie zum Beispiel der IS-6, der Defender, der T-34 Falken und so weiter. Oder auch der T-34 85. Ja, die ganzen Sachen. Auf jeden Fall, nur will man ja aber als Spieler in den niedrigen Tierstufen, will man und muss man auch Geld verdienen. Und dafür gibt es ja auch in den niedrigeren, also weiter unten gibt es ja dann ein paar Premiums. Und die stelle ich euch jetzt vor, weil mit denen bin ich öfter mal unterwegs. Wenn man alleine spielt, ist es über T5 meistens zu anstrengend. Und da haben wir hier zum Beispiel den, den ihr jetzt seht, ist der S35, umgangssprachlich Knutschkugel genannt. Der auf T3, wenn er denn in T3-Gefechte kommt, eine echte Macht ist. Aus dem ganz einfachen Grund, er hat einen ziemlich stark gepanzerten Turm. Auch die Wanne ist nicht schlecht gepanzert und wenn man den etwas beherrscht und wenn man den etwas dreht und hin und her wackelt und so weiter, ist der saustark. Vor allen Dingen, weil er zwar wenig Schaden pro Schuss macht, wie ihr hier seht, so um die 60, 50, 60 macht er pro Schuss. Dafür schießt er aber mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und das ist das, was mir an dem Panzer gefällt. Du kannst Schüsse raushauen ohne Ende. Und du bist nebenbei noch ziemlich gut gepanzert. Eben weil er so rund ist, so eine Knutschkugel ist, prallt halt, kommt erstens mal nicht viel durch und zweitens prallt auch noch eine ganze Menge ab. Ihr seht, ich habe gerade daneben geschossen. Ich hätte jetzt sofort wieder schießen können, aber da war jemand schneller. Ja, und das ist halt der Vorteil des S35. Der Nachteil ist, er ist halt ziemlich langsam. Aber das ist halt auf T3 nicht großartig schlimm, aus dem ganz einfachen Grund. Die Mitspieler und die Gegner fahren nicht straight nach vorne, die fahren nicht an die guten Positionen, sondern die fahren meistens irgendwo auf der Karte rum. Dazu nochmal der Tipp, den habe ich zwar schon mal gegeben, aber den gebe ich jetzt hier in dem Fall gerne nochmal. Wenn man auf niedrigen Tierstufen unterwegs ist, immer erstmal warten, wo das Team hinfährt. Und nicht einfach alleine irgendwo auftauchen. Das Problem habt ihr dann wieder mit schnelleren Panzern, wie zum Beispiel dem T46 oder sowas. Dort könnt ihr wunderbar vorneweg sein, guckt euch dann irgendwann mal um und euer Team ist gar nicht da. Dann habt ihr im leichten Panzer oder in einem kleinen, im schnellen Panzer habt ihr dann ein ziemlich schnell ein Problem. Ihr seht jetzt hier, ne, der S35 hat den meisten Schaden gemacht, hat drei Treffer erhalten und davon zwei ohne Schaden und nur einer ist durchgegangen. War eine glückliche Runde, muss ich sagen. Der M2 dort auf dem Hügel hat ja nicht viel gemacht. Der konnte sich nicht entscheiden, abzudrücken. Ja,
Auf jeden Fall der S35, wem ein langsamer Panzer liegt und wer sich erstmal rantasten will, dem sei der Panzer wärmstens empfohlen. Der ist nicht teuer, der ist immer im Shop zu haben und der ist einfach zu spielen. Und durch die schnelle Schussfolge habt ihr auch die Möglichkeit, euch gegen höherstufige Tiers zu wehren. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Das sehen wir in der Runde. Ich gucke erstmal, wo mein Team hinfährt. Sehe, dass sie planlos durch die Gegend wursteln. Gucke mich dann um und sehe, dass der T28 dann auch noch langsam hinterhergekrochen kommt. Und deswegen entscheide ich mich dann, mal hier vorzufahren. Der T46 biegt erstmal in die Mitte ab. Das sollte man eigentlich unter keinen Umständen machen. Weil wenn ihr ein schnelleres Team habt, sowas fällt euch dann ab Tier 6 sofort auf die Füße. Weil wenn ihr dort in die Mitte, dort runter fahrt, wo der T46 hingefahren ist, dann werdet ihr, wenn ihr Pech habt, oder meistens werdet ihr dann von allen Seiten beschossen. Weil da können nämlich die dort vorne, die an der Brücke stehen, können euch beschießen. Die hier oben auf dem Hügel spotten gehen, können euch beschießen. Ja, und dann steht er im Kreuzfeuer und dann habt ihr ein Problem. So, jetzt habe ich aber gesehen, der Alecto kam von der anderen Seite her. Und der T28, den sehen wir auch gleich noch. Das ist übrigens auch so ein Kandidat hier, durch die Mitte fahren. Ne? Unten durch die Senke ist keine gute Idee. Wie gesagt, der Alecto ist dort vorne, der T28 kommt auch noch hinterher und ich ziehe mich jetzt ein Stück zurück und warte auf die gegnerischen Panzer. Die dann auch gleich kommen. Und da werdet ihr dann auch sehen, dass man sich, wie gesagt, in diesem Panzer relativ gut gegen andere Panzer wehren kann. Wie zum Beispiel hier gegen diesen kleinen Luchs. Zum Glück bekomme ich dann von hinten noch Unterstützung, aber ich kann zumindest diese Zeit mal überbrücken. Weil ich, wie gesagt, eben so extrem schnell schieße. Und dann ein bisschen hin und her wackeln und dann immer dabei schießen. Außer natürlich, man schießt in den Dreck, so wie ich gerade eben. Ihr werdet es jetzt, oder ihr seht das ja gerade, ihr werdet es dann auch in der Gefechtsauswertung sehen, wie viel von dem Lux bei mir abprallt. Ihr seht es am Lebensbalken unten, ich habe nicht mehr so viel, aber es hat auf jeden Fall gereicht, um hier die Gegner aufzuhalten. Und das ist ja in dem Fall das Wichtige. Und ich muss sagen, hier habe ich wirklich Glück gehabt mit meinem Team, weil die halt dann noch nachgezogen sind. Das passiert auf T3 und 4 nicht zwingend, dass euer Team hinterherzieht. Die bleiben auch gerne einfach mal irgendwo stehen. Ohne erkennbaren Grund. Nach unten wechseln, damit ich dort hinten besser durchkomme. Und zack, haben wir wieder einen Kill. So, und jetzt ist ja nur noch der DW2 drin. Da braucht ihr in dem Panzer Premium-Munition, sonst habt ihr da ganz schlechte Karten. Zum Glück fährt der Kollege rückwärts auf mich zu, weil auch vorwärts sollte man dann auch mit Premium-Munition ziemlich gut zielen. Sonst wird das eher schwierig. Achso, man kann mit dem Panzer wunderbar rammen, wenn man jetzt gegen kleinere Gegner unterwegs ist. Also alles, wenn ihr so in T2 und T3 Gefechten unterwegs seid, dann könnt ihr mit dem S35 einfach mal wunderbar in den Gegner reinfahren. Das ist überhaupt kein Problem. Das gibt Schaden, das macht Laune. So, ja, auch hier wieder drei Gegner zerstört. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Videos aufgenommen habe, das sind drei Videos drei Spiele hintereinander, habe ich mich gefragt, wo das M bei dem Gerät gerade hängt.
So, und ihr seht es hier, erhaltene Treffer 17, Durchschlagstreffer 9, aber ohne Schaden 8. Na, und ja, das funktioniert halt wunderbar. Man kann nicht jedes Gefecht gewinnen, das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich glaube, das müsste das sein, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber da lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen. Das ist jetzt schon wieder die Spiele sind jetzt schon wieder ein paar Tage alt, deswegen muss ich erstmal überlegen. Ich fahre auf jeden Fall außen rum, rechts an die Flanke. Der wird übrigens als Medium gezählt. Ne? Nicht, dass ihr euch wundert, warum ihr immer oder warum ihr öfter mal abseits der Gegner auftaucht. Der wird als Medium gezählt. Ist aber von der Beweglichkeit und von der Panzerung her ein Heavy. Das gibt es aber noch bei anderen Panzern, das ist nicht nur beim S35 so. Genau, aber wie gesagt, diesen Panzer kann ich euch guten Gewissens empfehlen, wenn ihr in niedrigen Tierstufen Geld verdienen wollt. Erstens mal ist es sehr entspannend, mal Lothier zu fahren, auch alleine, das geht wunderbar. Was ab T6 ist das meiner Meinung nach, naja, nur noch bedingt möglich. Da muss man spät abends fahren, dann funktioniert das vielleicht. Aber in den Bereichen, wo ich vorm Rechner sitze, so gegen 18 Uhr, ist das unschön. Da ist es halt so, dass das ganze Team innerhalb von 2 Minuten abgerockt ist. Und dann könnt ihr nichts mehr ausrichten. Vor allen Dingen, weil ich dort oben halt, um Geld zu verdienen, habe ich ein paar Mediums. Ich habe auch ein Heavy, mit dem funktioniert das dann eher mal, aber auch wie gesagt nur bedingt. So, ihr seht hier, zwei Panzer von uns sind schon tot, jetzt sind es drei. Jetzt geht gleich noch einer drauf. Und da wird es dann auch im S35 schwierig. Aber das Video ist ja eigentlich nur dazu da, um euch zu zeigen, wie viel man bei dem Panzer bouncen lassen kann. Und dass man trotz dessen, dass man so wenig Schaden macht, dass man dann doch relativ gut sich gegen andere Panzer zur Wehr setzen kann. Hier fahre ich jetzt extra dahinter, eben weil von vorne die ganzen Gegner kommen. So, und ihr seht, ich werde die ganze Zeit getroffen, Schaden abgewehrt, aber irgendwann, ich bin der Letzte, irgendwann ist es dann halt vorbei. Ne, da kann man, aber ihr seht hier, einfach ein bisschen hin und her wackeln, dann funktioniert das Ganze. So, das soll es gewesen sein zum S35. Wir gucken jetzt hier nochmal gut auf, wir gucken jetzt hier nochmal auf die Gefechtsauswertung und dann ist das auch schon erledigt. Wie gesagt, ab 15 bin ich zu Hause und dann können oder mache ich wieder mehr Videos. Und dann gucken wir mal, was da so wird in nächster Zeit. Vielleicht werde ich auch demnächst ein bisschen CW übertragen. Wir haben uns im Clan entschlossen, dass wir das mehr trainieren wollen. Dann hoffe ich mal, dass das auch so funktioniert. Ihr seht hier 41 erhaltene Treffer, Durchschlagstreffer 5, ohne Schaden 36. Ne? Und das ist halt die Panzerung auf T3. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ihr kennt das Spiel. Teilen, liken, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.